Ja, ich möchte Dr. Cohen helfen. Na, komm schon, Maus. Ich habe von dem Ärger im Quarantänelabor gehört und würde gern das Heilmittel gegen das Toxin holen. Himmel, ich wünschte, wir könnten den Leuten helfen. Wirklich. Aber wir können jetzt keine Ansteckung riskieren. Doch klar, riskieren wir's. Wir gehören nicht zu ihren Abwehrplänen. Wir verbrauchen extra Rationen, extra Medigel. Ja, aber sie haben auch extra Waffen. Okay, okay. Wenn sie ihr Leben aufs Spiel setzen wollen, sie sind ja nicht meinem Befehl unterstellt. Ich werde der Wache Bescheid geben, sie reinzulassen. Allerdings soll er die Tür hinter ihnen wieder schließen. Er wird einen kompletten Scan durchführen, bevor er sie wieder rauslässt. Sollte er irgendwelche Anomalien finden, bleiben sie da drinnen. Das ist nur fair. Vorsichtsmaßnahmen an. Ich werde die Wache anfunken und ihr Bescheid sagen. Viel Glück. So, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Das habe ich auch. Ja, aber wir haben wohl durchaus mehr zu tun wie du. Stehst hier nur rum und hältst deinen Posten und mehr nicht. Rauchst zwischendurch eine Zigarre, schnurrst vielleicht noch das eine oder andere Picknick und dann war's das auch schon. Das Leben hätte ich auch gerne, aber nein, wir müssen hier wieder die Drecksarbeit machen und uns in das Quarantänezentrum begeben und was weiß der Geier. Holen uns jetzt noch die Krätze weg und dann mal schauen. Aber naja, dafür sind wir hier. So, und wieder Fahrstuhl fahren. Und wieder Fahrstuhl fahren. Ab nach unten und dann ist es auch schon wieder Zeit zum Zwischenspeichern, würde ich meinen. Das meine ich nicht nur so, das ist so. Und dann irgendwann, aber wirklich nur irgendwann, sollten wir uns vielleicht auch mal wieder überlegen, einen Blick in den Kodex zu schmeißen. Aber da habe ich auch irgendwie im Moment noch nicht so richtig Bock, weil das wird dann bestimmt wieder eine ganze Let's Play-Folge nur voll mit Informationen über den Kodex, weil wir jetzt schon einige Zeit nicht mehr reingeguckt haben. Aber naja, jetzt speichern wir erstmal zwischen und betreten dann das Quarantänezentrum. Ja, klar, überschreiben, wie immer. Gipfel 15 Zug, Novaria, bla bla bla. So, jetzt lass uns rein. Was wollen Sie hier? Ich will ein Heilmittel finden. Ich habe Ventrales Erlaubnis, da reinzugehen. Richtig, das hat er durchgegeben. Er sagte auch, dass Sie, um wieder rauszukommen, beweisen müssen, dass Sie nicht kontaminiert sind. Wenn Sie die Todessehnsucht verspüren, können Sie auch an der Barrikade Wache schieben. Nee, ich bevorzuge die Quarantäne. So, was haben wir denn hier? Xenobiologische Datenbank, die untersuchen wir mal. Und erfahren ein paar Kodex-Erfahrungspunkte wieder mal. Haha. Wo wir doch vom Kodex gesprochen haben. So, aua. Aua. Nein. Ah, doch, 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 doch. Das klappt. Wunderbar klappt das. So, Gegenmittel herstellen. Zugriff. Ja. Mischen. Ja, wie mischen? Ach so, immer die Probe wechseln, wenn der Balken zwischen den beiden Pfeilen ist. Ihre Mission endet hier, Shepard. Das werden wir noch sehen, Miststück. Wo ist die Wache? Was ist mit Ventrales Mann passiert? Ich hatte keine Erlaubnis reinzukommen. Er war im Weg. Mir wurde befohlen, sie zu eliminieren, sollte sich die Gelegenheit dazu bieten. Ja, genau. Gefangen in diesem Labor. Feuer frei! Ich glaube, der geht's zu gut. Garros, du gehst mal dahin und versteckst dich. Rex, du gehst mitten ins Kreuzfeuer und stellst dich da hinein, während ich mich hier gekonnt verstecke. So, ich würde sagen... Boost aktiv... Nein, was ist das? Steh wieder auf. Ah, nicht sterben, ich will nicht sterben. So, wieder heilen. Die dann nehmen wir auch noch mit. Kühlen lassen, kühlen lassen, kühlen lassen. Und die... Jetzt wollte ich gerade sagen, ist die Munition alle. Aber nein. Gott sei Dank. So, da haben wir unangenehmen Besuch bekommen. Wer hätte es gedacht? Diese unfreundliche, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für eine Rasse die war. Nein. Ach, aua, meine ich. Und ja, haben wir doch mal ganz flugs eliminiert, das Problem, würde ich sagen. So, jetzt schauen wir mal ein. Schauen wir mal an, ob wir hier auch noch was finden. Ein Medizinkit können wir gebrauchen. Wir haben ja eben eins verbraucht.
Und ja, da sieht nicht aus, als ob es da irgendwas gibt. So, und jetzt auf zurück zum Doktor. Wir haben... Sie kommen da raus. Das Gegenmittel. Die geht? Sie meinen die Gehe... die anorganischen Wesen, die Asari bei sich hatte. Scheiß Fliege. Er brachte sie mit. Gehst du weg. So, erzählen Sie mir von den... Scheiß Fliege, du alles über die Sack, ich krieg dich noch. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Wir haben die Rachni wiederbelebt. Im Nachhinein nicht die klügste Entscheidung. Was ist mit dem Servicebereich? Wie komme ich in den Servicebereich? Ein Teamleiter müsste Zugang haben. Wie Dr. Kuhn. Sie finden ihn auf der Krankenstation. Ja, da waren wir auch sowieso auf dem Weg. Ja. So, dann mal auf zurück zum Doc. Na, muss ich jetzt niesen? Muss ich niesen? Nein, ich muss nicht niesen. Kann aber jeden Moment noch kommen, also nicht wundern. Nee, ich glaube eher nicht. So. Kurz die Nase gejuckt und dann passt auch schon wieder alles. Jetzt machen wir uns auf den Weg zu dem Herrn Doktorlein, während mir die Fliege hier schon wieder im Gesicht rumfliegt. Gehst du vom Mikrofon weg? Ich glaube, die hackt's ja wohl. Also nicht wundern, falls irgendwelche... Mensch! Falls irgendwelche komischen Geräusche vernehmbar sind, die kommen von einer lästigen Fliege. So, hier unten war die Tracker. Ja, unten ist die Kranken. Mensch, gehst du jetzt hier weg, du scheiß Fliege. Das ist ja bald nicht mehr zum Aushalten. So... Ja, ist ja gut. Geh weg hier. So, voll eine vors Brett gegeben und noch eine. So, jetzt ist er hoffentlich weg. Und bleibt hoffentlich weg. So, und jetzt sprechen wir mal mit Dr. Jeff Cohen. Ist das das Heilmittel? Sie haben es geschafft? Ja, aber eine Asari griff mich an. Diese Asari-Wissenschaftlerin, die im Speisesaal war, hat versucht, uns zu töten. Alestia? Kaum zu glauben. Ich weiß kaum etwas über sie. Sie kam erst vor einem Monat hier an. Einer der Aktionäre hat ein paar Fäden gezogen, um sie hierher zu bekommen. Lassen Sie mich raten. Saren der Spectre? Ja, ich glaube, das war sein Name. Ich beachte die anderen Forschungsteams kaum. Sehen Sie sich die Wachen an. Sie sind noch gereizter, seit Sie hier sind. Ich glaube, die haben Sie erwartet. Im hinteren Teil sind noch mehr Labore. Die Wachen lassen nicht mal mich da rein. Nur Leute mit einer Sicherheitsbescheinigung. In den Servicebereich, da müssen wir auch hinein. Was ist mit dem Servicebereich? Haben Sie da Zugang? Zum Servicebereich? Klar, nehmen Sie meinen Pass. Aber da hinten ist nur Schnee. Lassen Sie mich die Ampulle mal sehen. Eine Erweiterung von Phelps Arbeit? Ich dachte mir doch, dass er auf der richtigen Fährte war. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Oh Himmel, was für ein Klischee. Sie haben Ihnen das Leben gerettet, wussten Sie das? Haben Sie Medigel? Könnten Sie vielleicht ein paar Medikits erübrigen? Hier oben sind die mit Gold nicht aufzuwiegen. Die haben sie aber nicht von mir. Ventralis wollte die für seine Leute haben. Ich muss das jetzt verabreichen. Danke nochmals. Ja, kein Problem. Und wieder ein paar Erfahrungspunkte erhalten. Und jetzt machen wir uns auf den Weg. Ja, wohin eigentlich? In den Servicebereich nehme ich an, ne? Ja. So, wo ist der eigentlich? Wir müssen... Links lang. Geht's jetzt hier durch? Nein, da geht's nicht durch. Da geht's nicht durch. Nein, da geht's nicht durch. Vielleicht müssen wir wieder in die Quarantäne nach unten. Und dann nach rechts. Ja, das kann hinkommen. Das kann hinkommen. Schauen wir uns mal da unten um, ob das denn auch so ist. So, Rex, guck nicht so böse. Na, hast nichts zu erzählen, du auch nicht. Schade. Dann halt nicht. So, wo ging's jetzt lang? Da lang. Genau da lang ging's. So, und jetzt durch die Tür und durch noch eine Tür und hoffentlich geht's jetzt in den Servicebereich nach hinten. So, hier geht's jetzt durch. Ich würde sagen, ich speichere mal wieder zwischen. Haben wir jetzt schon ein paar Minuten lang nicht gemacht. Oh nein! So.
Tatsächlich, hier ist nur Schnee und Eis. Und eventuell irgendwelche Viecher, deswegen zücken wir mal ganz fix die Knarre in weiser Voraussicht. Sind ja schon ganz weise. So, und da steht schon einer. Aua. So, das war dein letztes Sekündchen. Und ab durch die Luke. Oh, ein sicherer Spind. Aber keiner, den wir nicht überwinden könnten. Nein! 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 Ja, dann 25 Universalgeld investieren und auf die Hütte. So. Nochmal eine mittelschwere Dechiffrierung. Jetzt aber. Mit aller Ruhe und mit aller Kraft schaffen wir das zu knacken. Persönliche Log-Einträge. Es ist mir egal, was diese Behörden Betonköpfe sagen. Es muss irgendetwas passiert sein. Es muss einen Grund dafür geben, dass der Kontakt zu ganzen Kolonien abreißt. Wenn der Administrator nichts unternehmen will, werde ich mit einem Shuttle zum Hades Gamma Cluster reisen und mich selbst darum kümmern. Ja, das war nur ein Log-Eintrag, den wir da gefunden haben. Aber vielleicht finden wir ja noch mehr. Ach. Gleich eine Doppeltür, die aufgeht. Technik-Kit, alles meins. Noch ein Upgrade-Kit, auch alles meins. Ich würde sagen, wenn man hier so viel einsammeln kann, dann muss doch eigentlich irgendwas Hartes gleich passieren, oder nicht? Deswegen speichere ich nochmal ab. Achtung, Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Ein Fahrstuhl? Nee. Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Erstmal gucken, bevor wir Fahrstuhl fahren, was ist hier hinter dieser Tür? So alles gibt. Ach. Ja, was ist denn das hier? Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Geben Sie endlich auf. Das muss doch Benesia sein. Wir müssen nicht kämpfen. Sie können mit uns zur Zitadelle zurückkehren. Eher nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt geht's hier aber los. So, stopp, 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 Leute. Garros, ja, wo gehe ich denn hin? Garros, du gehst dahin. Rex. Rex, du gehst dahin. Und ich versuche mich mal hier ganz hinten zu verstecken. Nein! Was ist das denn? Letzten Spielstand weiterspielen. Was war jetzt passiert? Gute Frage. Das ging jetzt so schnell, da weiß man gar nicht, was jetzt überhaupt passiert ist. Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Ach, sind wir bitte beim Fahrstuhl? Kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheits- Eieiei. So, mach auf die Luke und jetzt geht's los hier im Schnelldurchlauf. Sie wissen nicht, Ihre Kinder. Haben ja, Sie schon mal eine geben Sie auf jetzt. So, jetzt aber. So, jetzt werden wir als erstes wieder Rex und Garros verstecken. So, stopp, Jungs. Garros dahin, Rex dahin. So, kühlen, 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 kühlen. Ach nein, Overkill, Overkill, Overkill. Overkill. Ja, natürlich.